Hi. Hallo. Hallo. Haben wir Spaß? Wir haben ganz viel Spaß. Wir sind in einer tollen Location. Das Wetter ist, dafür, dass es Winter ist, eigentlich schön. Das ist alles super. Ja, schon. Im Rahmen des musikalischen Adventkalenders fand am 1. Dezember das Konzert von Jasmin und die Klangkantine statt im Borgi in Bes. Vorab haben wir die sympathische, wortgewandte Künstlerin Jasmin für euch interviewt. Und das hier ist die Jasmin. Und du bist nicht allein. Wen hast du mit? Ich habe meine Klangkantine mit, meine Band, die ich über alles liebe und die da schon im Hintergrund herumwerkelt. Denn wir spielen heute hier im Porgy & Bess und auch morgen, nämlich am 1. und am 2. Dezember. Ich habe mir hier zur Vorbereitung, weil ich bin wirklich, und das habe ich dir schon gesagt, ich bin wirklich ein großer Fan und was du und die Mietze Medusa macht, es ist Wahnsinn. Ich würde gerne ein bisschen bei euch in die Schule gehen und auch so toll. Ich kann gut schnell viel sprechen, aber vielleicht könntet ihr mir ein paar Tipps geben. Abgeschwiffen, aber so eine große Fanin bin ich von dir. Ich habe mir jetzt auch zur Einstimmung, aber auch weil das Lied wirklich toll ist, Girls Just Wanna Have Fun von den Austrian Music Awards angeschaut. Da gab es so viele, viele Wörter, die ganz toll aus deinem Mund gesprudelt sind. Ein Zitat von der Johanna Donal. Welches war das? Aus taktischen Gründen leise zu treten hat sich immer noch als Fehler erwiesen und sie hat völlig recht damit. Also. Absolut, absolut. Also Johanna Donal, sie ist leider viel zu früh weg und war so eine wichtige, große Dame. Von ehrenamtlichen Personen wurden wie jedes Mal Gelder gesammelt für die gemeinnützige Organisation Die Wiener Tafel. Sie betreiben Lebensmittelrettung für Bedürftige. Ja, hallo. Ich würde dich gerne fragen, wer bist du? Und du bist da in einer speziellen Adjustierung und sammelst Geld für irgendwas. Was machst du hier? Ich heiße Augustine und sammle seit 15 Jahren für die Wiener Tafel Geld. Die Wiener Tafel versorgt ja täglich mit 4 Tonnen Lebensmittel armutsbetroffene Menschen. Mit Lebensmitteln, die kurz vorm Ablauf sind, an verschiedene Sozialeinrichtungen, fast 100 in Wien, wird das verteilt. Eingesammelt am selben Tag und gleich am selben Tag auch wieder ausgeliefert. Wir sind ungefähr 300 ehrenamtliche Mitarbeiter. Und Respekt und Dankeschön für das. Gerne. Also es ist ein großes Team und ohne diesem Team könnte die Wiener Tafel aber auch gar nicht existieren. Und nur ein paar Beispiele, an wen liefert ihr Essen? Also Essen in dem Sinn liefern wir nicht, wir liefern Lebensmittel. An sozialen Einrichtungen wie Obdachlosenheime, Mutter-Kind-Heime, Sozialstellen, Stellen, die es weiterverteilen, wie zum Beispiel das Leo oder die Gruft, ja. Unbedingt, wenn es die Tafel nicht schon gäbe, man müsste sie erfinden. Und leider Gottes wird sie immer notwendiger, ja. Weil es gibt, die Menschen werden immer ärmer und ja, manche haben ganz einfach kein Geld, um sich zu ernähren und die Wohnung zu erhalten etc. Ne? Wir haben für euch Friedel Preisel, der unter anderem das Klezmer und Akkordeon Festival veranstaltet und die Moderatorin Franziska Hatz, selber Musikerin von Großmütterchen Hatz, interviewt. Ich bin der Friedel Preisel und ich habe quasi den musikalischen Adventkalender erfunden, 2009. 2009 schon? Mhm. Das heißt 1.12. erster Bezirk, 23.12. 23. Bezirk. Und das Konzept ist ganz einfach, dass man nach Möglichkeit keine Innenlokale verwendet oder und eher so. Da sind wir im Borgi & Bes, aber schon sehr, sehr, sehr gut statuiert am Start, halt der Start, okay, aber sonst. Ja, da kann ich da natürlich dazu etwas sagen. Ne? Also bitte. Ja, weil ich damals, 2009, war ich ja bei der ersten Veranstaltung im Gasthaus Smutny. Ja. Und die Leute haben mich dann angerufen, knapp vorher. Und haben gesagt, das Smutny hat zugesperrt. Jetzt haben wir es in einer Nacht- und Nebelaktion, haben wir ein Lokal suchen. Mhm. Und habe dann eins gefunden, am Rudolfsplatz, im Gasthaus. Und haben halt gedacht, fürs nächste Jahr, ein Jahr drauf, suche ich halt was. Und es war nicht zu finden in Wien ein Lokal, wo man halt, also jetzt im ersten Bezirk, ein Lokal, wo man einen extra Saal hat. Und dann haben wir gesagt, na, pfeif drauf, geh ins Borgi. Weil das ist natürlich.
Das ist natürlich für die Eröffnung gut und die Kettenreaktion natürlich. Gell? Natürlich. Und also nichts gegen Vorgänge, das ist super. Ja. Ja. Und das war es halt ganz einfach deshalb. Wie viele Konzerte insgesamt? Ne, 23 Bezirke. Da könnte man sagen, Advent 24, ein Zusatzkonzert, aber 23 Bezirke. Ist es chronologisch? Das heißt, morgen ist es im zweiten? Bezirk, natürlich. Okay. Im Hammerkamm, okay. Nestro Theater. Ja, das ganze Programm müssen sich die Leute sowieso online anschauen, weil das ist sehr, sehr dichtes, tolles Programm. Aber auch noch für sich jeden Tag in einem anderen Bezirk. Okay. Kannst du uns dann sagen, du bist ja auch dem ganzen Friedel-Universum-Festivals nicht unbekannt, sagen, wer du bist und welche Funktion du jetzt während diesen Festivals hast? Okay, mein Name ist Franziska Hatz, ich bin schon seit gut 10 Jahren an Friedel Preissels Seite und darf jetzt auch beim Adventkalender aktiv mitmachen und manche Abende auch anmoderieren. Cool. Ja, dann danke ich euch und ich freue mich, ich höre schon Jasmo, mein Lieblingslied, spielen und freue mich auf das ganze Konzert und auf eure Veranstaltungsreihe. Danke.